Herzlich willkommen und guten Morgen bei BX Swiss TV. Die Berichtssaison ist mittlerweile auch in der Schweiz angelaufen. Ähnlich wie in den USA hat auch der ein oder andere Finanzwert sich in die Bücher blicken lassen. Allen voran zu Beginn der Woche die UBS. Die Zahlen waren eigentlich durchaus ordentlich auf den ersten Blick. Auf den zweiten wurden diese jedoch von Anlegern massiv abgestraft. Woran das liegen könnte, genau das wollen wir heute klären wieder mit David Kunz, Managing Director bei eben der BX Swiss. David, die UBS hat im vergangenen Jahr fast 5 Milliarden US-Dollar verdient. Die Dividende soll wirklich signifikant ansteigen und trotzdem gerät die Aktie zu Wochenbeginn massiv unter Druck. Was sind aus deiner Sicht die Hintergründe? Ja, genau. Die UBS hat ihre Zahlen vorgestellt für das abgelaufene Jahr und hat mit 4,9 Milliarden US-Dollar, fast 5 Milliarden US-Dollar Gewinn gemacht. Das ist fast eine Verfünffachung gegenüber dem letzten Jahr. Wobei hier muss man fairerweise sagen, im letzten Jahr war eine Milliardenabschreibung aufgrund der US-Steuerreform. Wird man das Ergebnis vor Steuern anschauen, haben sie trotzdem eine Steigerung von 5,4 Milliarden auf 6,4 Milliarden im Gewinn verzeichnet beim Ergebnis vor Steuern. Also immer noch ein sattes Plus. Die Dividende soll aufgrund dessen von 65 Rappen auf 70 Rappen steigen. Die Anleger haben, so wie du schon gesagt hast, das trotzdem nicht positiv aufgenommen, da das letzte Quartal im letzten Jahr dann doch deutlich unter den Erwartungen lag. Das lag zum einen an den Unsicherheiten der Börsen und aufgrund dessen sind die Kundenaktivitäten dann doch stark zurückgegangen und das Ergebnis hätte doch deutlich noch besser ausfallen können. Dadurch ist die Aktie auch mit über 3% am Dienstag schwächer aus dem Markt gegangen. Wie ist denn grundsätzlich die Stimmung in der Schweiz im Zuge der Berichtssaison? Vor allem der Schweizer Leitindex, der SMI, könnte ja durchaus frische Impulse benötigen. Der bisherige Handelsverlauf in dieser Woche war vergleichsweise ruhig. Ja, richtig. Wie du sagst, wir haben die ganze Woche den SMI bei ca. 9000 Punkte und kaum Bewegung im Markt. Wir sehen tatsächlich keine neuen Impulse. Es kann aber auch daran liegen, dass wir in den ersten drei Wochen des Jahres sehr stark gestiegen sind mit knapp 7%. Und vielleicht muss man den Anstieg auch erstmal etwas verdauen. Natürlich müssen wir an dieser Stelle noch kurz nach Davos blicken. Dein Chef Harry Schnabel ist offensichtlich vor Ort. Wie bewertet er denn die Stimmung? Wie ist die Stimmung aktuell? Es scheint so ein wenig, als seien die Wirtschaftslenker in diesem Jahr zunehmend pessimistisch, was die kommenden Monate angeht. Ja, ich glaube, man sieht es schon im Teilnehmerfeld dieses Jahr. Die großen Staatsoberhäupter aus dem Westen, USA, Frankreich und auch England, haben hausgemachte Sorgen und nehmen dieses Jahr schon gar nicht teil. Das Groß von den Teilnehmern unterhält sich tatsächlich über die konjunkturelle Lage, wie es weitergeht in der Weltwirtschaft dieses Jahr. Eine Einschätzung von David Kunz, Managing Director bei der BX Swiss. Vielen Dank und Grüße. Vielen Dank. Sie, liebe Zuschauer, schauen Sie auch das nächste Mal wieder rein, wenn wir ein wenig den Markt in der Schweiz analysieren, natürlich an dieser Stelle bei BX Swiss TV.